Zu einem ordentlichen Video gehört nicht nur das Bild, sondern meistens auch Musik. Die meisten Videos, die zum Beispiel auf YouTube gestellt werden, sind mit Musik unterlegt. Und das ist genau das Problem. Denn auf dieser Musik liegen Rechte. Bei der Verbreitung der Musik bekommt der Musiker Geld. Dass das fließt, dafür ist in Deutschland seit 1933 die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte zuständig. Kurz GEMA. Nun bezahlt YouTube aber derzeit kein Geld, sondern sperrt einfach Videos mit GEMA-pflichtiger Musik. Auch kein Zustand. Seit 5 Jahren nun streiten sich YouTube und GEMA schon vor Gericht. Melanie Stein. Und da ist sie wieder, die wohl bekannteste Sperrtafel Deutschlands. Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar, da es Musik von UMG enthalten könnte, über deren Verwendung wir uns mit der GEMA bisher nicht einigen konnten. In Deutschland sind über 60% der 1000 beliebtesten YouTube-Videos so gesperrt. Eine derartige Einschränkung gibt es in keinem anderen Land der Erde. Und das bezieht sich nicht nur auf witzige Internettrends oder tanzende Tiere, sondern auch auf wichtige politische und journalistische Inhalte. Grund für die Sperrungen ist ein seit 2009 anhaltender Streit zwischen der deutschen Musikverwertungsgesellschaft GEMA und der Google-Tochter YouTube. Jedes Video, das GEMA-Musik enthält, wird einfach gesperrt. Videojournalisten wie Enno Heidmann bekommen das zu spüren. An der Videoplattform YouTube kommt er nicht vorbei, wenn er ein großes Publikum erreichen will. Hier veröffentlicht er seine Reportagen. Mir wurden auch schon Videos von YouTube gesperrt. Und das hatte zur Folge, dass die Arbeit, die ich zuvor investiert habe, also einfach für die Katz waren. Ich musste also noch mal grundsätzlich von neuem anfangen. Auch Markus Hündgen kann ein Lied davon singen. Er veranstaltet jedes Jahr den Deutschen Webvideopreis, bei dem aktive YouTuber in Kategorien wie Dokumentation oder VIP ausgezeichnet werden. So, jetzt hast du noch einen. Auf einer der letzten Preisverleihungen, Deutscher Webvideopreis, sind wir zu spät aus dem Live-Signal rausgegangen, aus dem Live-Bild. Wir haben es live auf YouTube übertragen. Und zum Schluss, wo dann alle so nochmal Tschüss gesagt haben und es gab noch einen Schwenk ins Publikum, hat die Regie dann einfach irgendwas von der CD eingespielt. Und das war natürlich GEMA-geschützt. Und da ist dann sofort nach der Live-Übertragung der Filter angesprungen bei YouTube und hat es dann entsprechend gesperrt. Trotz der allgemeinen Verärgerung streiten YouTube und GEMA munter weiter. Und das bereits seit 5 Jahren. Auf der einen Seite steht die GEMA, in der Netzgemeinde als der Spielverderber der Nation verhöhnt. Dabei kämpft sie eigentlich für ein hehres Ziel. Sie sammelt zum Beispiel von Clubs und Rundfunkanstalten Geld ein, um es an Musiker, Komponisten und Musikverlage zu verteilen. Bei YouTube geht sie aber bislang leer aus. Mit Spotify und zum Beispiel MyVideo funktionieren die Verhandlungen und haben zu Ergebnissen geführt. Mit YouTube funktioniert es nicht, weil YouTube sich weigert, eine Pro-Stream-Vergütung, eine Mindestvergütung zu bezahlen. Das ist der große Knackpunkt in den Gesprächen. YouTube ist die Tochter des mächtigen Weltkonzerns Google. Ein harter Verhandlungspartner, der möglichst wenig für die auf YouTube genutzte Musik ausgeben will. Ein lang geplantes Interview mit Zapp sagte YouTube kurzfristig ab. 2009 äußerte sich Google-Sprecher zu diesem Streit. Jetzt aber kommt die GEMA mit einer Forderung an uns heran, die weitaus das wirtschaftlich Tragbare übersteigt. Wir würden an jedem Stream, an jedem Musikclip, der auf YouTube angeschaut wird, Geld verlieren. Das ist für uns nicht tragbar. Weil nicht vor jedes Video Werbung geschaltet wird, verdient YouTube auch nicht mit jedem Video Geld. Deshalb weigert sich der Konzern, pro Klick zu bezahlen. Diese Mindestvergütung pro Klick ist aber eine zentrale Forderung der GEMA. Wir haben ja seit 2009 verhandelt. Es lief dann bis Mai 2011 ohne Erfolg. Wir haben dann gesagt, es hat keinen Sinn. Hier sehen wir kein Wohlwollen. Wir müssen die gerichtlichen Verfahren beschreiten. Die GEMA verklagt YouTube 2012 auf Unterlassung, bezieht sich dabei auf 12 Musiktitel und gewinnt. Ein Urteil, das exemplarisch auf das gesamte GEMA-Repertoire angewendet werden kann. Seitdem sieht sich YouTube gezwungen, vorsorglich Videos mit GEMA-Musik zu sperren, rächt sich aber mit dem suffisanten Verweis auf die GEMA. Solange der Streit andauert, bleiben deutschen YouTube-Nutzern weiterhin Reportagen, Spielfilme und diverse Livestreams vorenthalten.
Es sei denn, der versierte Internet-User weiß, die GEMA-Sperre zu umgehen. Über Server im Ausland lassen sich viele YouTube-Videos abrufen. YouTuber, die regelmäßig selbst produzierte Videos hochladen, nutzen eine andere Umgehungsstrategie. Sie verzichten ganz auf Musik oder lassen sich, wie die Comedy-Stars von YTD, für ihre Parodien die Stücke umkomponieren. Gala-Veranstalter wie Markus Hünken oder Journalisten wie Enno Heidmann verwenden notgedrungen GEMA-freie Songs, sogenannte Creative Commons-lizenzierte Musik. Die Alternative ist natürlich, einzig und allein GEMA-freie Musik zu verwenden. Und es gibt einige Portale im Internet, die einem Musik frei zur Verfügung stellen. Ich habe das Portal irgendwann mal gefunden und nutze halt aus diesem Portfolio meine entsprechende Musik, die ich da benötige. Während andere an Umgehungsstrategien feilen, streiten sich GEMA und YouTube fröhlich weiter. Aktuell wird Google von der GEMA auf Schadenersatz verklagt. Es geht um 1000 Musikstücke in YouTube-Videos. Sollte die GEMA diesen Prozess gewinnen, muss sich YouTube auch für die hochgeladene Musik verantwortlich zeigen und die verlangte Mindestvergütung pro Klick zahlen. Dass am Ende beide als Sieger vom Platz gehen, ist ziemlich unwahrscheinlich. Das war Zapp für heute. Zum Thema Ranking-Shows finden Sie übrigens noch einiges auf unserer Internetseite ndr.de/